Hallo zusammen, heute zeige ich euch, wie ich diesen kleinen Kugelknopfverschluss gefädelt habe mit den zwei verschiedenen Schlaufe-Varianten. Dazu habe ich 11 O's benutzt von Toho und eine 5 mm Perle. Ich fädel mit zwei Farben, damit die einzelnen Schritte ein bisschen besser sichtbar sind. Also ich beginne mit drei von den grünen 11ern. Und fädel die nochmal komplett durch. Werden die hier so zusammengezogen. Das so aus. Jetzt kommen jeweils eine weiße zwischen die grünen. Und enden tue ich immer bei der zuerst angefädelten. So sieht das Ganze jetzt aus. Dann kommen jetzt zwei grüne ran. Zwei. Jeweils zwischen die weißen. Mein Anfangsfaden hier aus dem Weg nehmen. So. Zwei. Ja, zwei. Und enden wieder, indem ich durch die ersten beiden fädel. So. Jetzt kommen wieder die weißen ran. Eine weiße. Und dann gehe ich durch eine grüne. Jetzt kann man das schon so ein bisschen wie zu so einer kleinen Schale zusammenziehen. Eine weiße aufnehmen durch die nächste grüne. Eine weiße. Und nochmal eine weiße und aus der ersten weißen wieder rauskommen. Das Ganze jetzt nochmal mit grünen Perlen, also die kommen in die Lücken von den weißen.
Jetzt muss ich mal gucken. Eine fehlt, glaube ich, noch. Genau. Grüne. Und dann den Aufschritt machen wieder durch die erste grüne angefädelte. Alles ein bisschen zuziehen. Dann eine weiße Runde. Das ist die Nummer 6. Wieder ein bisschen zuziehen. Und was ich noch vergessen habe, noch den Aufschritt durch die erste weiße beenden. So, jetzt kann man schon sehen, dass die Perle da ganz gut drin liegt. Eine Runde Grüne kommt noch ran und dann wird oben wieder ein bisschen abgenommen, damit die Perle dann auch umschlossen wird. Also nochmal hier die 6 Grün anfädeln. Das waren jetzt praktisch 4 Reihen, ohne dass ich was geändert habe. Das erfolgt jetzt. Ich kippe das jetzt mal hier zur Seite. Da kann man sehr schön sehen, dass hier nur 2 weiße sind und vor den 2 weißen 2 grüne. Das heißt, ich muss jetzt diese beiden Grünen hier oben zusammenziehen. Ich überspringe jetzt die weiße. Oben muss es jetzt enger werden und ich muss von diesen 6 Perlen runter auf 3. Das bedeutet, dass ich jetzt diese 5 mm Perle da reinstecke. Jetzt verdreht. Also ziehe jetzt die beiden Grünen hier oben zusammen. Das heißt, ich überspringe diese weiße. Aus 2 mach 1. Dann kommt die erste weiße ran. Und bei diesen beiden Grünen mache ich das genauso. Ziehe ich auch zusammen. Ja, hier. Zweite weiße. Wieder die beiden Grünen zusammenfädeln. Und noch ein letztes Mal eine Weiß aufnehmen durch die beiden Grünen. Wieder festziehen. Da sieht man schon, dass sich das jetzt hier so um die 5 mm Perle schmiegt.
Und natürlich muss ich aus der weißen wieder rauskommen für den Aufschritt. Und jetzt fehlen nur noch die drei grünen. Durch die Weiße und aus der ersten Grün rauskommen. Dann gehe ich hier noch mal einmal rum. Also ist mein Start, die Nummer 2, die 3. Und wieder durch die Startperle, damit das richtig zu ist. Und so ist auch ein gleichmäßiges Muster entstanden. 4 weiße, 2 weiße, 4 weiße, 2 weiße. Dann sieht das nett aus. Man kann es natürlich auch einfarbig machen. Ich habe es jetzt der Übersicht wegen halt zweifarbig gestaltet. Jetzt kann man hier sehr schön die drei Grünen sehen und ich werde an diese beiden Grünen jetzt so ein Stück Stiel anfädeln in Herringbone-Technik. Dazu nehme ich 2 Grüne. Ich komme aus dieser raus, dann gehe ich in diese hier rein. Dann legen sich die beiden Perlen da so drauf. Und man kann jetzt einfach in Herringbone-Technik weiterfädeln. Aber ich möchte hier an die dritte Perle auch noch was anfädeln. Also ich komme jetzt aus dieser Dreierbasis raus, nehme eine grüne auf und ich fädel jetzt einfach hier nochmal durch die dritte von der Basis, und zwar in die entgegengesetzte Richtung. Moment, ich fädle mal erstmal die Perle nach unten, so. Ja. Und dann gehe ich hier durch diese dritte in der Basis. Sodass die einzelne da drüber sitzt. Gehe durch die eben angefädelte wieder durch und in der Basis durch die Perle, durch die erste und die erste vom Herringbone. So, dann die nächsten 2 aufnehmen für das nächste Päckchen. Und jetzt gehe ich nur durch diese einzelne hier vorne einfach durch und auf der anderen Seite durch die 2 wieder hoch. So. Das war es jetzt auch schon mit dieser einzelnen Perle. Sieht von der Seite jetzt so aus. Und jetzt so lang wie man das benötigt, in Herringbone-Technik weiterarbeiten. Ich mache mal noch ein Stückchen. Noch eins. Na, leg dich mal hin, Perle.
So, dann hat man praktisch einen Kugelknopf mit Stiel. Da habe ich jetzt mal so ein bisschen rumprobiert. Ich habe jetzt eine Schlaufe gefädelt, auch auf einem Herringbone-Stielchen. So, und das flutscht jetzt so rüber, hätte ich vielleicht ein bisschen eine Perle enger machen können. Hier sieht man, dass es sehr leicht abgeht. Aber ich habe mir überlegt, wenn das so ein bisschen länglicher ist, müsste das theoretisch besser halten. Und wenn das jetzt hier so am Handgelenk nicht so auf Spannung ist, dann bilde ich mir mal ein, dass dieses Knopfloch ein bisschen ovaler bleibt und der Knopf nicht ganz so schnell rausflutschen kann. Hoffentlich. Okay, ausprobieren muss ich das dann irgendwann an einem Armband selber nochmal direkt in der Praxis. Okay, ich zeige jetzt noch, wie ich das gefädelt habe hier. So, sagen wir mal, jetzt komme ich hier vom Armband und habe hier schon mal, also Herringbone wieder rangefädelt als kleinen Stiel. Oder sagen wir, auf dem Armband liegen die Perlen einfach nur so quer. Dann kann man aber auch einfach die mittleren Perlen hier benutzen. Hier zum Beispiel. Oder einfach ein Stück Herringbone ranfädeln als Stiel. Okay. Die zwei zähle ich in meine Schlaufe, die hier rumkommt, mit. Das sind zwei. Ich nehme insgesamt 21 auf. 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, dann wieder 2, 4, 6, 8, 10 nochmal. Das wären jetzt 20 und noch eine. So. Dann gehe ich hier ganz normal rein und der gegenüberliegenden Seite wieder hoch in die Schlaufe rein. Und ein zweites Mal komplett rum zur Verstärkung. Das sind die beiden ersten, die hier so direkt nebeneinander liegen. Ich gehe jetzt eine weiter runter. Und dann würde ich den Faden hier praktisch schon auch schon vernähen. Das drehen wir nur hier eine kleine Runde, damit die Schlaufe sich nicht auseinanderzieht. Sind die beiden hier? So. Das ist recht knapp. Also ist nicht allzu leicht beim ja am Abrutschen. Das geht ganz gut, würde ich sagen. Also besser ist, dass es wirklich knapp als dass es zu lose ist, weil ansonsten der Knopf wirklich hier einfach rausrutscht, wenn das Armband nicht auf Spannung ist. Das ist Variante 1. So, für die zweite Variante muss ich ja auch noch Perlen
für das Knopfloch oder den Verschluss aufnehmen. Und hier hatte ich mit diesen beiden vom Stiel hatte ich 21 und die Schlaufe geht nur sehr fest, also sehr knapp drum. Und hier brauche ich eine gerade Anzahl, das heißt, ich muss eine mehr nehmen, also 22. Zwei habe ich hier schon, dann fehlen nur noch 20. Zwei, vier, sechs, acht. Wann ist jetzt acht? Zwei, vier, jetzt acht. Zehn. Zwei, vier, sechs, acht, zehn. Okay. Wie gehabt, anfädeln unten und auf der anderen Seite wieder hoch. Nochmals in die Schlaufe fädeln. Achtung, jetzt nur bis zur Hälfte. Und noch eins weiter. So, noch. So, dann, ja, dann liegen die beiden Stränge gut nebeneinander. Jetzt die grünen Perlen nehmen. Natürlich kann man es auch einfarbig machen und die weißen benutzen. Aber ich finde das ganz nett hier mit den grünen ganz hübsch. In Herringbone einfach anfädeln oben. Darauf achten, dass es straff sitzt. Eine aufnehmen und jetzt komplett auf der anderen Seite runtergehen bis zu der ersten Perle im Stiel. Im Stiel eine hoch, wieder runter. Also ich gehe jetzt hier mal ganz raus unten. Natürlich müsste der Faden jetzt vernäht werden. In so ein paar Runden. Fertig ist das zweite Knopfloch oder die zweite Schlaufe. Mal schauen. Ja, das geht recht straff rüber. So ein bisschen ausleiern tut das ja alles noch. Das sitzt dann so. Und ich hoffe nun durch diese ovalere Form, dass der Knopf da so nicht so schnell rausrutschen kann, auch wenn das Armband jetzt ein bisschen lose ist. Also wenn ich jetzt hier ziehe, sieht man ja, dass dieses ja, diese ovale Form besser gehalten wird als von so einer Schlaufe. Nochmal die erste dagegen. Ziehen und locker lassen. Ja, das ist vielleicht ein bisschen ungünstig. Also, ich würde heute nicht mehr das ganz Runde wählen, sondern eher das hier, was so ein bisschen länglichere Form hat als Knopfloch. Ja, ich würde mich mal über eine Rückmeldung freuen, wie das euch gelungen ist und ob das gut hält und das Armband dann auch wirklich am Handgelenk bleibt. Also tatsächlich ist es so, dass dieses alte von mir auch am Handgelenk bleibt, weil ich, das hier diese Kugel so uneben ist. Also theoretisch könnte man ja hier noch so kleine Pickelchen auffädeln, was ich jetzt persönlich aber nicht so schön finde. Gut, das war's für
für heute und dann bis zum nächsten Mal.